Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Zoo Tycoon. Wir wollen heute mindestens Silber erreichen in diesem Level. Dazu brauchen wir noch mehr Tierarten und wir haben hier drin schon einen, in diesem Käfig quasi oder Gehege, in dem wir gerade sind, haben wir, ich weiß, Zebras. Warte mal, habe ich das gerade richtig gesehen? Hatten wir nicht? Ah ne, alles gut. Also ein Strauß, ein afrikanischer Strauß oder ein Kaffernbüffel merken wir uns schon mal. Ah, ich glaube, da hatte ich auch mal in einer der letzten Folgen ein Foto von gemacht. Da muss ich mal gerade gucken, weil wenn ich das mal eben hier quasi hätte, da ist es doch. Das habe ich leider von irgendwas anderem gemacht und nicht auf Grundlage der Netzgiraffe. Deshalb fehlt dann jetzt eine Tierart. Aber ist jetzt auch egal. Da... Gucken wir in den Tierhandel. Wir hätten zur Auswahl afrikanische Strauße. Strauße, ne? Das ist, glaube ich, schon mehrfach da gewesen, das Problem. Kaffernbüffel. Die passen hier rein. Haben wir hier, glaube ich, auch noch nicht, oder? Wir müssen einmal auf dieses Gehege. Was ist hier los? Trüffelhyäne ist durstig. Dann trink doch was. Haben wir hier keine, nichts zu trinken in diesem Gehege? So. Mal gucken, ist das Tier hier schon da? Ja. Gut, dann kümmern wir uns jetzt eben hier drum erst. Hier brauchen wir auf jeden Fall auch einmal sibirischer Tiger. Sibirischer Tiger. Zack. Ich wollte aber als erstes einmal eine Klimaanlage hier hinsetzen. Weil das hier, glaube ich, zu heiß wird. Das richtig im Kopf habe. Und die soll klimatisieren bitte auf so 20 Grad ungefähr. Passt schon. So. Gut, dann brauchst du Einrichtungen. Alles. Wir brauchen ein Essenstablett klein. Definitiv ein Rückzugsort für dich. Brauchen. Was haben wir noch so? Wir haben ja gar nicht viel. Das war's schon? Mehr haben wir nicht für dich gerade, leider. Sorry. Wasser haben wir hier übrigens auch noch nicht drin. Gehege. Wasserleitung. Umgebung. Pflanzen müssen wir gleich auf jeden Fall nochmal checken. Wir brauchen auf jeden Fall auch deutlich mehr. Deutlich weniger Sand. Dafür können wir mehr kurzes Gras zum Beispiel gebrauchen. Also können wir nicht gebrauchen, aber ist okay, wenn es vorhanden ist. So, und mehr Fels. So, das sieht doch gut aus. Stabiler Rückzugsort sollte jetzt angetickt sein. Reicht dir nicht? Okay. Dann nicht. Dann kriegst du das hier. Das soll ja wohl reichen. Wie war das jetzt mit Pflanzen bei dir? Die Pflanzen sind eigentlich falsch. Stattdessen hättest du lieber Natur. Alles einmal weg, bitte. Dankeschön. Asien. Und Biome. Tiger. Und gemäßigt. Zack. Hier so ein Fächerahorn. Fächerahorn mag ich. Kirschblütenbaum. Soll man ja jeder sehen, dass es sich hier um ein asiatisches Gehege handelt. Ein kleines Mal. Eine Ulme. So. Sollte sich dein Rückzugsort auch auf positive Sachen einstellen. Da sieht doch alles gut aus. Dann wollte ich jetzt mich wieder um dieses Gehege kümmern, wie angesprochen. Dazu gehen wir jetzt nochmal auf den Zoomarkt. Ich wollte parallel einmal das offen haben. Wir haben Warzenschwein, Zebra, Netzgiraffe. Kann ich das parallel aufhaben? Nice. Und dann muss ich auf meinem Handy eben das Bild nochmal suchen. Wir könnten einen afrikanischen Strauß, gab es glaube ich nicht, wenn ich mich alles täusche, das ist korrekt. Ein Kaffernbüffel
Die haben wir noch nicht drin. Geht auf jeden Fall. Wir uns einmal in der Zoopedia angucken. Kaffernbüffel, ein Männchen, 14 Weibchen. Alles klar. Was war die Gruppengröße? Nochmal. 3. Also ein Männchen, 2 Weibchen, Kaffernbüffel. Kaffernbüffel. Ein Männchen. 2 Weibchen. Alles klar. Dann könnten wir noch gebrauchen. Netzgiraffe ist schon drin. Springbock. Haben wir noch nicht. Springbock. Springen? Ja, springen, nicht Spieß. Haben wir nicht. Schade. Steppenzebra haben wir. Warzenschwein haben wir. Weißschwanzgnu. Haben wir nicht. Schade. Gut. Haben wir eigentlich noch irgendwelche anderen... So, erstmal gucken wir jetzt die aus dem... aus der Tieraufbewahrung. Verschieben in die Quarantäne einmal. Für jene ist durstig. Ja, dann trinkt doch was. Macht sie auch. So ist fein. Ich würde jetzt ganz gerne einmal gucken, kann man... So, das ist ja quasi das Gleiche. Wir könnten jetzt noch ein paar Vivarien vielleicht einfach mal machen. Der Bison könnte mit einem Gabelbock zusammen. Mal hin. Ich suche jetzt erstmal nochmal nach großen Gruppen vielleicht einfach. Das sind alles Vivarientiere. Ja gut, wahrscheinlich. Die Frage ist halt auch, ob es diese Sachen zusammen gibt, ne? Wir müssen ja auch auf dem Markt die kaufen können. Gabelbock mit einem Bison, ich glaube, das hatte ich gerade schon genau andersrum. Achso, weil das bei Vivarientieren nicht geht. Überspringen wir die mal, wenn ich das schon sehen kann. Katta und Rote Wari gehen. Aber es sind auch immer nur 2. Ich glaube, am einfachsten wäre es jetzt einfach nochmal ein paar Vivarien aufzubauen. Ich glaube, das machen wir als erstes mal gleich. Ja, jetzt sind die gleichen. Ja, das sieht leider so, als würde das dann nicht funktionieren. Aber wir könnten ja einfach mal ein Vivarien, ein bisschen größere Vivarienvielfalt haben. Ich meine sowieso, wir müssten noch irgendwo Vivarien haben, wo unsere Tiere gestorben sind, weil ich das nicht früh genug gesehen habe, dass wir die haben und die falsch Standard eingestellt waren. Jetzt müssen wir einmal hier durchgehen. Sehen wir denn hier irgendwo... Also Geld ist auf jeden Fall schon mal kein Problem aktuell. Da bin ich sehr froh drum. Wobei wir halt wenig gebaut haben, muss man auch sagen. Hier ist ein Vivarium. Keine Tiere drin. Riesenbockkäfer. Tierhandel. Vivarienhandel mache ich natürlich. Einen Riesenbockkäfer. Haben wir nicht. Ne, haben wir nicht. Okay. Sei es drum. Okay, ein Kaffernbüffel ist leider krank. Wo wollte ich die denn? Also die sollten hier mit rein. Afrika ist toll. So, wir gehen einmal in die Zoo-Übersicht in Richtung Tiere. Vivarien. Wir haben aktuell nur eine gelbe Anaconda. Okay. Vivarienhandel. Alles außer gelbe Anaconda können wir kaufen. Also kaufen dich. Kaufen dich. Gelbe Anaconda nicht. Grüner Leguan. Und wir sollten gucken, dass wir das für Geld machen übrigens. Haariger Wüsten irgendwas. Puffotter. Schreck dich ja irgendwas. Und östliche Braun, das soll ja wohl reichen. Sind auch jetzt alle. So.
Mandril ist hungrig. Er isst doch was. Ja, kommt. Kommt alles. Stresst mal nicht so rum. So. Vivarienhandel, beziehungsweise Vivarienaufbewahrung. Verschieben hier rein. So, stopp. Du brauchst nämlich in deinem Vivarium eine höhere Umgebungstemperatur und etwas mehr Luftfeuchtigkeit. Luftfeuchtigkeit ist okay. Und das auch. Perfekt. Dann bauen wir nochmal ein paar mehr Vivarien. Um genau zu sein, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Warum haben wir den denn? Haben wir nicht schon? Egal. So. Du kommst jetzt auch hier mit rein. Wir müssen jetzt bei 11 sogar schon. Ja, okay. Sollte das machbar sein. Gehege. Nee. Einrichtung. Vivarien. Wir dürfen keine Vivarien bauen in dieser Mission. Sehe ich das richtig? Das ist schlecht. Das war nämlich genau mein Plan. Wir haben keine Werkstatt. Das wurde uns ja häufig hier schon quasi gemeldet. Ah, das ist das Problem. Wir dürfen wohl Vivarien bauen. Hätte mich auch gewundert, um ehrlich zu sein. Mal gucken, dass wir die irgendwo unterkriegen. Wir könnten zur Not sagen, wir machen das einfach mal so. 1, 2. Naja. Hallo. Ach, das ist eine Gruppe. Ja, das wollte ich eigentlich nicht. Hier war ja nirgendwo Platz. 4, 5, 6. So. Viele Gäste denken, dass die Tickets sehr günstig sind. Das werden sie noch bereuen. Aber Geld ist eh nicht unser Thema. So. Zack. Zack. So, Bericht ist zur Einsicht bereit. Finde ich gut. Hier ist kein Strom, das ist schlecht. Einrichtungen. Betriebsmittel. Transformator. Hallo. So. Beenden. Vivarium. Ja, passt doch. Du brauchst weniger Feuchtigkeit. So. Und du brauchst mehr Feuchtigkeit. Sehr gut. Kampf um Alpha-Status. Nein! Ein Warzenschwein. Tiere, Warzenschweine. Warum haben wir denn 3 Männchen? Zoopedia mal einmal ganz kurz anmachen. Für Warzenschweine. Ein Männchen, 6 Weibchen. Ihr seid beide erwachsen. Deshalb müssen wir euch leider beide einfach freilassen. So. Mandril ist durstig. Dann trink doch was. Mein Gott. Hier ist doch sogar... Ist hier nicht Wasser drin? Selbst da kannst du was trinken.
Gehege, machen wir hier noch so einen Wasserdruck. Was ist denn hier? Was machst du denn hier? Wahrscheinlich hatte der irgendein Problem und musste zum Arzt. Das darf er ja auch. So. Ich nehme an, wir haben hier oben auch keinen Strom. Orientiere anfordern. Verschieben 1. Verschieben 2. Verschieben 3. So. Hier oben ist sogar Strom. Ups. Mach ruhig mal an hier. So. Du musst ein bisschen kühler sein und ein bisschen weniger feucht. So, und du musst weniger warm. Kann ich allerdings verstehen, bei 42 Grad. Kann ich sowieso nicht verstehen, wie Leute bei 42 Grad ins Zoo gehen. Sitzt man doch eigentlich am liebsten drin, irgendwo, wo eine Klimaanlage ist, oder nicht? Warum? Ach, das zählt echt nicht als Tierart. Dann haben wir uns jetzt um ganz viel Quatsch gekümmert. Sehe ich das richtig? Das ist natürlich ärgerlich. Das zählt nicht als Tierart. Boah. Gut, dann halt nicht. Ärgerlich, aber nicht zu ändern. Dann müssen wir mal hier diesen Weg weiterbauen. Was war dieser komische Weg, den wir hier überall haben? Ah, das ist nur der. Ja, machen wir aber trotzdem so, dann sieht man das hier, oder? So mit dem nehmen. Was ist das denn für ein Weg? Der ist es, glaube ich. Gelände ist zu uneben. Die stellen sich auch an hier. So. Hier könnte übrigens auch nochmal ein Gehege rein, ne? Vielleicht. Egal, wir machen jetzt erstmal hier oben. Da können wir bestimmt 2 Gehege reinmachen. Mindestens. Vielleicht sogar mehr. Deshalb machen wir tatsächlich das einmal durch die Mitte. Dann an diesem Baum vorbei. Da könnte man da dann irgendwie weitermachen auf diesen Dings hin. Also hier gehen ja auf jeden Fall mal mindestens 2, wenn nicht sogar 3 Gehege. Was für Tiere wollen wir denn uns übrigens überhaupt holen? Der amerikanische Bison ging noch zusammen. Hatten wir irgendwie was davon? Wie war das nochmal? Amerikanischer Bison. Ging zusammen mit einem Gabelbock. Die gibt's, glaube ich, beide, ne? Haben wir davon schon was? Zoo. Tiere. Art. Amerikanischer Bison haben wir nicht und einen Gabelbock haben wir auch nicht. War noch ein. Hä? Warum ist denn das nicht alphabetisch geordnet? Das ist doch nicht alphabetisch geordnet bei gelbe Anaconda. Das ist alphabetisch englisch geordnet, ne? Kann das sein? Also ist Warzenschwein auf Englisch? Dann bringt diese Sortierung ja mal überhaupt nichts für mich. Aber das würde hier passen wegen Yellow für gelbe Anaconda. Hätte ich jetzt spontan vermutet. Bison amerikanisch mit Gabelbock. Bison möchte ein Männchen, 2 Weibchen. Bison, ein Männchen, 2 Weibchen. Bison, ein Männchen, 2 Weibchen. Ein Männchen, 2 Weibchen. Dann Gabelbock. Brauch. Ein Männchen, 10 Weibchen. Gruppengröße 1 bis 11. Reicht also ein Männchen, ein Weibchen. Gabelbock. Tierhandel. Gibt's nicht. Ist nicht dein Ernst.
Na gut, dann halt nicht. Was braucht der amerikanische Bison? Er braucht schon riesig viel Platz. 420 geht. Du brauchst Grad 3. Viel mehr als 2 kriegen wir nicht hin, oder? Mal gucken. Vielleicht kriegen wir hier auch 3 hin. So machen würden. Es ist ein ganz schön kleines Gehege. Aber wir haben auch definitiv schon kleinere im Zoo. Wir haben auch noch ein leeres Gehege, fällt mir gerade ein. Wie groß bist du denn? Kann man das nicht irgendwie sehen? Gehegeeingang. Das jetzt als Gehege. Größe 488. Das reicht. Und dann bauen wir hier Eingang. Du bist... Boah, easy. Dann machen wir das gleiche hier nochmal. Stahldraht. So, komm. Also das ist auf jeden Fall ein Gehege, was groß genug ist. Können wir fast sogar überlegen, ob wir da noch 2 hier machen. Machen wir auch. Wir machen hier einen leichten Weg nochmal rein. So, und machen dann hier nochmal Gehege. Die Barrieren. Stahldraht. So. Gehegeeingang. Der muss übrigens hier auch hin. Und dann nochmal Stahldraht. Stahldraht. So. Dann haben wir doch hier ordentlich Gehege gebastelt. Das ist ein bisschen klein, aber passt schon. Hoffe ich. So. Und dann sagen wir, warte mal, wir haben noch jetzt. Können wir nicht irgendwie gucken? Naja, wir müssen mal durch den Tierhandel jetzt einfach gehen. Erdferkel haben wir, Galapagos haben wir, Geparden. Haben wir, haben wir Geparden? Kann sein, dass wir keine Geparden haben. Haben wir. Spießbock. Ich glaube, einen Spießbock haben wir nicht. So. Tiere. Spießbock sehe ich hier nicht. Kaufen wir. Zoopedia. Spießbock. Ein Männchen, 9 Weibchen, Gruppengröße 5. Meine Güte. Braucht nicht viel. Ein Männchen, 4 Weibchen. Ein Männchen, 4 Weibchen. Für, was war das? Spießbock. Spießbock, Tiermarkt.
Tierhandel, Tiermarkt, Spießbock, ein Männchen. Hallo, aufnehmen. Vier Weib oder... Ah, das passt nicht. Wir haben nur drei Weibchen. Das ist schlecht. Kann ich aber jetzt nicht ändern. Gut, ich würde aber sagen, an dieser Stelle war es das für die heutige Folge. Wir werden beim nächsten Mal das hier noch bevölkern und dann hoffentlich erstmal unseren Silberabschluss hier hinkriegen. Hoffe ich. Und bei Gold ist, glaube ich, gar nicht so viel mehr. Ja doch, wir brauchen noch mehr Besucher. Grizzlybären müssen auf Stufe 3 sein. Unser Inspektionsbericht, wie ist der eigentlich ausgefallen? Das können wir vielleicht nochmal ganz kurz sehen. Zoo. Ja, ist doch gut ausgefallen. 4 Sterne sogar. Bildung ist halt schlecht, aber macht ja nichts. Da sehe ich also nicht so viele Probleme. Aber wir sind leider noch weg von Silber. Ich dachte, dass es mit den Vivarien vielleicht reicht. Tut es leider nicht. Aber so ist es nun mal. Das war's für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts wieder die Folge klicken. Unten rechts Aspekt von mir. Und dann wünsche ich einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.